nur aus dieser Stadt geworden. Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Die Mauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kapitän gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz.
Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey, Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Mami, weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Deine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spielen. Lass mich, Schatz. Mami muss jetzt weinen. Ich weine nicht. Ich lache. Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castell Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Mein Herr, ach komm, Alter. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Gerade in die Stadt gezogen, du bist ein König. Ich glaube, ja, du bist eine kleine Mutti. Vorwärts kann ich! Erteil ihnen eine Lektion! Mal sehen, wie dir das gefällt, König! Oh, Mann! Hau sie weg, König! Au! Wir können ihn nicht aufhalten! Mach die Wachen des Dunklen... Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er! Du schaffst uns nicht alle! Thank you.
Der darf zuerst. Uah, er ist zu mächtig. Das ist ja unmenschlich. Mach nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Die Mauchen sind unaufhaltsam. Puh. Zeig's ihnen, König. Voll geklappt, aber nicht genug, um uns zu besiegen. Das kitzelt den König nicht mal. Ein kühler Hieb, König. Wir müssen ins Kastell! Geht zur Seite oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava! Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava, da könnt ihr nicht durch! Zack! Los jetzt, gehen wir rein! Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair! Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Ein Drache? Wir sind am Arsch. Niemals. Das ist der Drache, der brüllt. Er ist sauer. Der König ist unbesiegbar. Weich bloß den Feueratem aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Ach, unser König ist ausgewichen! Ach, verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrscher! Keiner hält den König! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig! Weg an Hieb! Oh, Kacke! Drachentöter! Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden! Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Nur zu, Eure Hoheit! Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Zum Kastell! Wir müssen weiter! Wow! König Saftsack ist so ein guter Kämpfer! Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche! Scheiße, er ist Wahnsinn! Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das.
Du bist tot. Sprich, Barde, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Barden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln, wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für coolen Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn and Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Wir könnten ja auch was ohne dich spielen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Heldenkostüm. Hallo, die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Alles mit dem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Eric ist so mit Superheldspielen beschäftigt, der vergisst mir noch zu essen. Das ist ein Schlüsselobjekt, könnte wichtig sein. Alles klar, Kumpel. Wenn du ein Badezimmer betrittst, solltest du ruhig auch mal auf den Topf gehen. Auf der Toilette gibt es feine Sachen für dich zu holen. Viel Glück, Kumpel.
Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Fake. Dich. Mom. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Jungenkalt, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar, Mosquito schwirrt. Jugendkeit, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Wusch! Super Crack! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn, verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der... Blitz! Entschuldigung. Hey! Fass das nicht an. Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck. Mom, der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen. Sei lieb zu allen deinen Freunden, Eric, und teile fein mit ihnen. Teilen? Das wäre das Ende der Galaxie. Blöde Bitch. Ich hab dir schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist kein Superheld. Du hast kein Kostüm und keine Superkräfte. Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das Defernessy-Gerät da drüben. Kacke, hör auf! Das hat ja ewig gedauert. Stefanesi-Gerät aktiv. Bip, 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 bip. Du willst also ein Superheld werden. Mit den großen Spielen. Ach, na mal sehen. Vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Coonstagram ausfüllen. Hast du einen Coonstagram-Account? Oh, du bist noch nicht mal auf Coonstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur 3 zur Auswahl. Brutalist. Speedster. Blaster. Blaster mit Kräften mit großer Reichweite wie Cyclops. Okay, Saftsack, aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Du gingst zum Spiegel. Da drüben, der Spiegel. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Du bist nach draußen. Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen 2 Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und da musstest du deine Blasterkräfte benutzen. Als Blaster fingst du an zu überhitzen, als das Feuer in deinem Bauch aufloderte. Du zögertest nicht, den Schurken die Hölle heiß zu machen.
die Flammen sich legten, begriffen die Schurken den Ernst der Lage. Scheiße, der kleine Feuerteufel macht Ernst! Männer sollen nicht mit Feuer spielen. Die Einbrecher kamen auf dich zu. Du lässt uns keine Wahl. Du schlugst die immer näher rückenden Eindringlinge zurück. Aber das ließen sie sich nicht so einfach gefallen. Hey, du kannst uns nicht so rumschubsen. Sie ahnten nicht, wie nah sie ihrem Ende waren. So eine Reichweite! Ich gehe kurz aus dem Weg. Als sein Kamerad fiel, näherte sich der Extrahässliche. Abgekühlt, du kleiner Feuerteufel? Ja, dem haben wir es gezeigt. Du warst schwer verletzt, aber die Schläge des Eindringlings entfachten nur das Feuer in dir. Du hast deinen ultimativen Angriff entfesselt. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Sammle auf Kunstagram so viele Follower wie möglich. Vielleicht darfst du dann mitspielen.